Ah, das war eben meine Haltung. Kleines Outtake. Ja, Leute, wir sind jetzt am großen Domplatz angekommen vom Trierer Dom. Und ja, schaut euch das Ding mal an da hinten. Guckt euch das Riesenteil mal an. Ja, das möchte ich mir jetzt anschauen. Und zwar, der ist zum Teil römisch und zum Teil auch aus späterer Zeit. Man kann das deutlich erkennen, dass der Teil, der da drüben sich befindet, also da, der aus späterer Zeit ist, der da ist aus römischer Zeit. Ja, natürlich ist das Dach erst alles später gekommen und vieles wurde verändert. Mehrere Bauabschnitte sind da, aber ich würde sagen, erstmal was zur Geschichte. Der Dom von Trier. Die Hohe Domkirche St. Peter zu Trier ist die älteste Bischofskirche Deutschlands und die Mutterkirche des Bistums von Trier. Mit einer Länge von 112 Metern und einer Breite von 41 Metern ist das Bauwerk das größte Kirchengebäude der Stadt Trier und ein bedeutendes Zeugnis abendländischer sakraler Baukunst. Seit 1986 ist auch der Trierer Dom Teil des UNESCO-Welterbes, römisches Baudenkmäler Dom und die Frauenkirche in Trier. Des Weiteren ist er ein geschütztes Kulturgut nach der Haager Konvention. Seine Geschichte. Der Dom steht über den Resten eines repräsentativen römischen Wohnhauses. Im Zuge der von Kaiser Konstantin eingeleiteten konstantinischen Wende hin zum Christentum wurde zwischen 310 und 320, also in der Zeit Konstantins des Großen, eine Basilika errichtet, die unter Bischof Maximin, nur 329 bis 346 Teile der größten Kirchenanlage Europas mit vier Basiliken, einem Baptisterium und Nebengebäuden erweitert wurde. Um 340 entstand der sogenannte Quadratbau, der Kern des Domes mit vier monumentalen Säulen aus dem Odenwald. Die römische Zeit. Als Kern der mittelalterlichen Siedlung geriet der Trierer Dom seit 1843 in das Interesse archäologischer Forschung. Größere Ausgrabungen fanden besonders nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Direktor des bischöflichen Dom- und Diözesenmuseums Theodor Konrad Kempf und seinem Nachfolger Winfried Weber bis 1981 statt. In den ältesten Schichten konnte ein vornehmes römisches Wohnquartier des 2. und 3. Jahrhunderts nach Christus festgestellt werden. Dazu gehörte unter anderem ein reich mit Wand- und Deckenmalereien verzierter Prunksaal mit Kassettendecke. Unter der heutigen Vierung des Doms sind Teile des Gebäudes konserviert. Die rekonstruierten Fresken werden im Museum am Dom, ehemaliges Bischöfliches Dom und Diözesemuseum, ausgestellt. Die reiche Ausstattung hat dazu geführt, dass die Anlage teilweise auch einem spätantiken Palastbau zugeschrieben wird. Die Wohnbebauung wurde im frühen 4. Jahrhundert abgerissen und planiert, um an ihrer Stelle eine Doppelkirchenanlage mit zwei nach Osten ausgerichteten dreischiffigen Basiliken zu errichten, von denen besonders die zahlreichen Säulenstellungen nachgewiesen wurden. Die Säulen der Nordbasilika bestanden aus Odenwälder Granit, worauf heute noch der vor dem Dom liegende Domstein hinweist. Eine dem Domstein sehr ähnliche Säule liegt in den spätrömischen Steinbrüchen am Felsenmeer bei Lautertal. Die Ausdehnung der beiden Kirchenanlagen, einschließlich der Querbauten und Peristylhöfe, ist nicht vollständig gesichert und lag vermutlich zwischen 40, also die Nordbasilika, und 30 Meter, die Südbasilika, unter der heutigen Liebfrauenkirche. Bei einer Länge von je 150 Metern. Zwischen beiden Kirchen befand sich ein quadratisches Baptisterium, das heute im Pflaster des Domfriedhofs oder Freihofs markiert ist. Vor dem Chor der Nordbasilika wurden achteckige Gebäudereste freigelegt, die vom Ausgräber als Herrenmoria, also Aufbewahrungsort für Reliquien, gedeutet wurde. Im 5. Jahrhundert brannte der Dom nach einer Eroberung komplett aus. Die großen Granitsäulen barsten und stürzten mit ihren Bögen ein. Nur die Außenmauern blieben stehen. Im 6. Jahrhundert konnte unter Bischof Necetius der quadratische Bau, heute die Vierung, wiederhergestellt werden. In der Mitte dieses Baukörpers lag ein erhöhtes Podium. An den vier Ecken wurden als Ersatz für die durch den Brand geborstenen Granitsäulen wiederverwendete Säulen, also sogenannte Spolien, aus Kalkstein eingesetzt. Die Verzierung der Kapitelle
nach könnten sie vom Tempel am Herrenbrünnchen stammen. Entlang der Windstraße an der Nordseite des Doms ist das zugehörige Ziegelmauerwerk noch bis auf eine Höhe von 30 Metern sichtbar. Die Kirchenanlage des 4. Jahrhunderts wurde also zuerst durch die Völkerwanderung zerstört. Der Quadratbau und die nördliche Basilika aber wieder aufgebaut. Eine weitere Zerstörung geschah 1882 während der Raubzüge der Wikinger in den Rheinlanden. Das Mittelalter. Ab der Amtszeit des Bischofs Egbert wurde der Dom erweitert und neu gestaltet, da die Standsicherheit des Domes nicht mehr gegeben war, ummantelte man die Vierungssäulen des 6. Jahrhunderts mit kreuzförmigen Pfeilern aus Quadern und römischen Ziegeln. Zu sehen ist noch eine Weinrebe, deren Stein neu verwendet wurde. Unter Egbert wurde auch begonnen, den Quadratbau nach Westen durch eine dreischiffige Anlage zu erweitern. Ab 1037 wurde der Erzbischof Poppo der Doms weiter nach Westen erbaut. Es entstand ein einmaliger Raum mit der Jochfolge, kurz, lang, kurz, lang, kurz. Die Martinenuskrypta wurde vollendet. Die Westfassade ist ein typisches Beispiel der Baukunst unter den Saliern. Der Nikolausaltar des Westchors wurde 1121 geweiht. Unter ihm entstand in der gleichen Zeit die Krypta St. Blasius. Noch im 11. Jahrhundert wurde unter Erzbischof Eberhard der Nordturm das Mittelschiff und unter Bischof Udo der Südturm vollendet. Am 1. Mai 1196 wurde unter Erzbischof Johann der neue Altar des erweiterten Ostchores eingeweiht und der heilige Rock in diesen übertragen. In dieser Zeit entstanden auch die Lettnerbauten im West- und Ostchor. Im 13. Jahrhundert erfolgte eine grundlegende Erneuerung im spätromanischen Stil, also dem Rhein-Maas-Romantik, beschrieben von Kubach und Verbeek, die das heutige innere Erscheinungsbild noch prägt. Sie betraf insbesondere die Einwölbung mit Kreuzrippengewölben, dem Einbau von Emporen sowie die Neugestaltung des Ostchores. Äußere Veränderungen brächte die ausgehende Mittelalter-Erzbischof Balduin von Luxemburg, ließ um 1350 die beiden Osttürme erhöhen und Erzbischof Richard von Greifenklau zu Vollrats nach 1512 den Südwestturm auf 76 Meter Höhe aufstocken, weil der Turm der Bürgerkirche St. Gangolf die Domtürme überragte. Na, ob man sich da mit der Statik noch auskannte, ob das nicht gefährlich war, naja. Das 18. und 19. Jahrhundert. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die schon früher geplante Heiligtumskapelle, zu der der monumentale Aufbau mit Pilgertreppen im Inneren des Ostchors gehört, angebaut. Dort wird der heilige Rock aufbewahrt. Nach einem Brand des Dachstuhls am 17. August 1717 wurde der Dom 1719 bis 1723 durch Johann Georg Judas umgestaltet und erhielt ein Querhaus. Die Osttürme bekamen barocke Hauben. Im 19. Jahrhundert folgten mehrere Restaurierungen, deren Ziel es war, das mittelalterliche Erscheinungsbild wiederherzustellen. So erhielten die Osttürme 1883 neugotische Hauben statt der barocken. Auch Teile der barocken Ausstattung wurden entfernt und durch neoromanische Stücke ersetzt. Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und den Wiederaufbau. Im Zweiten Weltkrieg wurde der aus Kordela-Sandstein bestehende Dom schwerst beschädigt, konnte aber verhältnismäßig rasch wieder aufgebaut werden. Zerstört wurden vor allem große Teile des Kreuzganges, das Dach und Gewölbe der Heiligtumskapelle sowie die Dächer der Westtürme. Die Gewölbe des Domes selbst blieben allerdings erhalten, so dass sich auch die Schäden an der Ausstattung in Grenzen hielten. Die bedeutendsten Altäre des Domes waren zudem durch Verkleidung bzw. Ummauerung gut geschützt worden. Die Kriegsschäden wurden teilweise eher provisorisch beseitigt, da insbesondere im Bereich des Hochaltars bereits seit längerem Pläne zu einer Neugestaltung verfolgt wurden, die aber kriegsbedingt nicht umgesetzt werden konnten. Zudem zeigte sich Ende der 1950er Jahre, dass offenbar erhebliche statische Schwierigkeiten bestanden, die sich mit einer lediglich oberflächlichen Instandsetzung nicht mehr beheben ließen. Ursache waren die durch Senkung des Grundwasserspiegels verfaulten Eichenpfähle der Pfahlgründung des spätantiken Bauteils, aber auch die zahlreichen Umbauten späterer Jahrhunderte. So, das war der Trierer Dom. Obwohl, ich habe hier noch einen kleinen Absatz. Nachdem ein Architektenwettbewerb veranstaltet worden war, wurde der Dom unter der Leitung des Architekten oder der Architekten Gottfried Böhm und Nikolaus Rosny grundlegend restauriert und am 1. Mai 1974 wieder eröffnet. Da war ich gerade mal 5 Monate alt.
Die Restaurierung war vor allem durch die statischen Beeinträchtigungen notwendig geworden. Ihr ging eine intensive Diskussion voraus, in der unter anderem erwogen wurde, das mittelalterliche Erscheinungsbild des Domes wiederherzustellen und große Teile der Ausstattung zu entfernen. Dies unterblieb jedoch, sodass die historisch gewachsene Gestalt des Domes weitestgehend erhalten ist. Umstritten war das Entfernen des Innenputzes. Allerdings lässt die heutige weitgehend steinsichtige Gestaltung die verschiedenen Bauphasen des Domes sehr gut wiedererkennen. Für den Einbau der Altarinsel der Künstlergemeinschaft Theo Heiermann, Elmar Hildebrand und Jochen Peschau aus Dunkelbauen Peperino aus Viterbo und Einlegearbeiten aus Helen Pranyx aus Voltara. In der Vierung mussten neben den Ergänzungen des frühen 20. Jahrhunderts auch originale Teile des mittelalterlichen Lettners abgebaut werden, heute im Museum am Dom. Einige Ausstattungsstücke wurden versetzt. Unter anderem das ehemalige Chorgitter, das sogenannte Goldene Tor, das heute in veränderter Form den Abschluss der Sakramentskapelle im nördlichen Seitenschiff bildet. Ebenso fanden die ehemals flankierenden Barockaltäre, die schon vor der Restaurierung nicht mehr an ihrem ursprünglichen Standort waren, einen neuen Platz im Westchor. In liturgischer, aber auch denkmalpflegerischer Hinsicht bedeutet war die Wiederherstellung der später vermauerten Durchblicksöffnung in die Heiligtumskapelle, die den ursprünglichen Sinngehalt der Architektur wieder nachvollziehbar macht. Eine erhebliche technische Leistung war die Stabilisierung des gesamten Gebäudes durch ein kompliziertes System von stählernen Zug- und Druckelementen, also Ankern, die zudem weitestgehend unsichtbar eingebaut werden mussten, um das Erscheinungsbild der Architektur nicht zu beeinträchtigen. Über der Kirchturmuhr des erhöhten Südostturms steht der lateinische Text Nescitis qua hora dominus venit oder venit. Ihr wisst nicht, zu welcher Stunde der Herr kommen wird. Ein Bezug auf die Bibelstelle, Matthäus 24, 42, Vigilate ergo, quia hescitis, qua hora dominus, vesta vetulurus, sit. Also, das heißt so viel wie, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Nach der Legende um einen Streit zwischen Bischof und Stadt ist die Inschrift eine Antwort auf den Text am Turm von St. Gangolf, wo es heißt, Vigliate et orate, wachet und betet. Dies ist eine mehrfach im Neuen Testament benutzte Wendung. Am 4. Mai 2008 fand die erste Seligsprechung im Trierer Dom statt. Selig gesprochen wurde Mutter Rosa, die Gründerin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen und der allerseligsten Jungfrau Maria von dem Engel. So, das war der Trierer Dom. Es gibt zwar noch ein paar Absätze über die Orgel und die Glocken und den Domstein, aber das wäre jetzt zu viel. Darüber werde ich mal ein extra Video machen. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß! Jetzt wisst ihr die Geschichte des Trierer Doms. Und ich würde sagen, schnacken wir nicht lange. Wir machen mal rein und schauen uns das diesen Klotz da mal an, oder? So, schaut ihn euch an. Ah gut, man kann natürlich erkennen, dass hier ähnlich wie beim Speyerer Dom hier zum Beispiel. Ja, diese verschiedenen Sandsteinfarben zu sehen sind auch an den anderen, diesen Kreuzgängen hier oder an diesen Zwergengängen, wie sie auch heißen. Ja, klar wurde der im Mittelalter natürlich auch noch ein paar Mal umgebaut. Man sieht, dass hier mehrere Bauabschnitte sind. Übrigens hat er auch ein bisschen Ähnlichkeit, also zumindest das, was ich euch eben gezeigt habe, mit der Hagia Sophia. Da gibt es ja ähnliche Farben, das hat es im Speyerer Dom ja auch. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal rein, schauen wir mal, ob wir da reinkommen und dann sehen wir uns drin. Aber wir können ja trotzdem noch mal ein wenig außenrum laufen. So. Man kann gut erkennen, dass hier Römer gebaut haben. Die haben ja übrigens, gab es unter Kaiser, wenn ich mich nicht täusche, Konstantius des Ersten. Und unter Konstantin des Ersten hatten wir ja Glaubensfreiheit. Da wurden mehrere Religionen zugelassen und auch Kirchen wurden in dieser Zeit schon gebaut. Also das ist jetzt kein Scherz. Ja, hier sieht man, dass die Römer das Teil mitgebaut haben.
Ja, hier wurde mehrmals umgebaut, logisch. So. Ja, hier fährt wieder das Touristenbändchen. Wunderschön, muss ich sagen. Wirklich. Man sieht aber auch ähnlich, man sieht wirklich, dass das untere Teil definitiv römisch ist. Man sieht es unten an den Grundmauern. Hier unten. Aber wer weiß, was noch früher da stand. Das ist die Mutterkirche des, ja, Bistums Trier übrigens, Kathedrale der Bischofs, des Bischofs von Trier gewesen. So, wir gehen hier rein. Und das ist der römische Teil. Wow. Oh, du liebe Güte. Hier will ich nicht so laut reden, Leute. Ja, hier gibt es natürlich eine Glockenstuben hoch hier. Logisch. Und hier ging es einmal in die Kanalisation. Hier war mal die Verbindung nach unten. Klar hatten Römer auch Keller. Aber dieser Abgang führte bis runter in die Cloaca Maxima. Dieses Gebäude war auch angeschlossen, weil die Cloaca Maxima war nicht nur ein Abwasserkanal, sondern er war auch zum Teil begehbar auf beiden Seiten. Vielleicht so eine Art Fluchtgang. Schaut euch das an. Schaut euch den Marmor an. Schaut euch das an, wie schön. Eine Freitreppe. Ein Sarkophag. Oder sowas in der Art. Bischof von Trier, 1354 gestorben. Also 1307 geboren und 1354 verstorben. Also wurde er 47 Jahre alt. Für die damalige Zeit, muss ich sagen. Wow. Hier steht noch was drauf. Franz Wilhelm von Klipp. Aha. Er hat sich auch jemand eingeritzt, keine Ahnung. Wie gesagt, Balduin von Luxemburg, Erzbischof von Trier. Er liegt hier in diesem Sarkophag. Wow. Ich merke gerade die Kamera. Ist das dreckig? Oder ist das das einfallende Licht? Wow. Ist ein wunderschönes Fenster. Hier fehlen so einige Figuren. Welche da mal drin gestanden haben, kann ich euch aber nicht sagen. Das sind auf jeden Fall römische Figuren gewesen. Keine Ahnung. So. Auch hier. Wunderschön gearbeitet aus Marmor. Weißer Marmor. Wunderschönes Kreuzgewölbe, dreischiffig gebaut. Das ist eine, definitiv eine gotische Kathedrale. Ja, sie ist zum Teil, die Grundmauern sind römisch, aber der Rest wurde im Mittelalter gebaut. Und jetzt schaut euch mal diese unglaubliche Orgel an. Achtung, Leute, schaut euch das an. Das Riesenvieh. Wir gehen nachher dann noch davor und schauen uns das genau an. Wunderschön, diese Säulen. Welche Gewalt, welche Kraft die aushalten müssen. Wenn man sich überlegt, wer das gebaut hat, wie lange das schon hier steht. Verrückt, oder?
So Leute, ich werde jetzt mal mein Stativ aufbauen und dann nochmal einen schönen Rundblick machen. So Leute, jetzt gibt es nochmal einen schönen Rundumblick. So, das war der Rundblick und jetzt gehen wir ein Stück weiter und schauen uns noch ein bisschen da vorne um. So. Wer das darstellen soll, kann ich euch leider nicht sagen. Tut mir leid. Hier ist die Kamera ausgegangen. Sorry. So, weiter geht's. Ja, Markus, jetzt siehst du auch mal, was ich meine. Und an dich, Matthias, du wirst natürlich sicherlich wissen, was das hier darstellen soll. Und noch was, du kannst mir bestimmt noch sagen, wie das darstellen soll, mit diesem Schwert. Dort ist eine Frau zu sehen, die wie gesagt dieses Haus trägt. Und hier links ist ein Papst zu sehen. Mit dieser Mütze, der den Dom trägt. Keine Ahnung, vielleicht hat das was mit der Gründung des Doms zu tun. Ja, was das soll, weiß ich nicht. Vielleicht war da mal eine Rosette früher drin. Und hier auch so ein Loch. Entweder für die Glocken oder wie du, Matthias, gesagt hast, wo früher Tauben runterfliegen konnten oder man ja irgendwas runterließ an. Ja.
um irgendwie ja, den Heiligen Geist somit freizulassen. Das hast du mir ja geschrieben. Ja, hier hat man in neuerer Zeit natürlich ein ja, Weihwasserbecken nie gemacht. Na gut. Alt ist es nicht, aber egal. Hier sieht man auch ein Stück, ein oberes Teil eines großen Fensters. Ob das vielleicht mal alles hier tiefer war, ob hier ein Fenster mal rein sollte, ich weiß es nicht. Hier war wahrscheinlich eine Götzenfigur drin oder eine Kerze oder irgendwas. Hier, das ist ein römischer Stein. Diese Inschrift ist aber kaum zu entziffern, Leute. Ich versuche es zu Hause mal. Noch ein Taufwasser. Weihwasserbecken aus früherer Zeit. Ich schätze mal 14. Jahrhundert. Was das darstellt, weiß ich nicht. Also diese Säulen sehen mir römisch aus, ganz ehrlich. Nur der obere Bau kommt mir ein bisschen anderlich vor. Ganz ehrlich. Ich könnte mir vorstellen, dass hier etwas ganz anderes war, bevor der Dom gebaut worden ist. Aber das habt ihr ja in der Geschichte schon gehört. Hier hat man ein paar Verstärkungsbögen drin. Ja. Ups. Und eben hat sich meine Kamera gelöst. Kleinen Moment. Ich muss mal auf Stopp drücken. Es geht wieder weiter. Also wie gesagt, oberhalb dieses Spitzbogens hier sieht man an dem Fenster Verstärkungsbögen, die man hier reingemacht hat. Aus welcher Zeit die sind, weiß ich aber nicht. Wow. Und Leute, wer weiß, was das darstellen soll, der schreibt es mir bitte in die Kommentare. Denn ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber es sieht wunderschön aus. Tja, Lothar von Metternich, 1599 bis 1623. Oder also 24 Jahre alt. Wer weiß, welchen nie an einem Krieg gefallen. So, hier steht was Lateinisches. Das werde ich versuchen zu Hause zu übersetzen. Oh, hier ist eine Inschrift. Aber Leute, das kann ich nicht entziffern. Das bekomme ich mit der Kamera nicht eingefangen. Matthias, falls du weißt, was das ist, schreib es mir bitte. Und jetzt kommt das Highlight hier. Nein, nicht nur die Kanzel ist schön, wunderschön gearbeitet, sondern jetzt schaut euch mal das Ding hier an. Wow, ich wüsste gerne, wie die klingt. Wow. Die Kirchenbänke sind selbstverständlich aus neuerer Zeit. Ich schätze es hier auf das 19. Jahrhundert. Hier sind überall solche Dinge. Entweder stammen die aus der Barockzeit, also aussehen tun sie zumindest mal so. Also sie schauen aus wie Francisco Georgia. Ja, wieder lateinisch alles. Er will, kann ja auf Stopp drücken und sich das durchlesen. Ob das eine Altargeschichte ist, weil das sieht ja aus wie so ein Altar. Aber ob das wirklich ein Altar darstellt. Ich habe keine Ahnung. Wer sich mit so kahlen Dingen auskennt, kann es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Auch hier wieder. Überall. Aber diese Säulen sind römisch. Definitiv.
Den habe ich schon öfter gesehen mit so einem Schlüssel. Keine Ahnung, dass der Papst der damaligen Zeit war. Naja, es war irgendein Pontifex. Natürlich hat man ja verschiedene Figuren drauf. Was das für Figuren sind, weiß ich nicht. Hier hat jemand einen Drachen oder sowas getötet. Könnte das sogar Siegfried sein? In den Sagen ist ja viel von Drachen die Rede. Aber wer hat schon Drachen getötet, außer ich? Ob ich das bin? Keine Ahnung. Und der da. Und meine Frau auf der linken Seite. Ich zoome euch da mal ein bisschen ran. Also diese Kamera nervt. Ganz ehrlich, man kann nicht richtig zoomen, ohne dass irgendwas zerwackelt. Naja. Remus Arbolin. Ja. Steht aber keine Jahreszahl drauf. Doch auf Römisch. Also hier. Also M ist 1000, D ist 100. Nee, stopp. 5. Warte mal, stopp. Die eine Zahl ist immer vorne dran. Also 1205. 1269. Das ist also 1269 anscheinend. L, X, V1. Ja, das wäre 6, 10, 500. Hä? Also entweder bin ich schlecht oder keine Ahnung. Ich würde es zu Hause nochmal besetzen. Nicht anfassen. Ja, echt Gold kann das nicht sein, höchstens Gold überzogen. Aber ich glaube eher, dass es Goldfarbe ist. Eintritt nur zum Beten, alles klar. Ach, dieser Schwenker macht nicht nur Licht, sondern soll auch mit Weihrauch wohl hier alles zuräuchern. Hier wird dann wieder ein Vorhang zugezogen. Kann das auch gleich jüdisch sein hier? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Scheint so eine Art Reliquienschrein zu sein. Oder vielleicht ist auch irgendwas Heiliges drin, keine Ahnung. Auch wunderschön gearbeitet. Keine Ahnung, wie alt das ist. Aber auch wie die Römer gemacht. Das haben den Römer nachgemacht hier mit den ganzen Marmor. Hier ist der Dom zu sehen. Und hier wird jemand bestattet. Aha. Also in die Krypta kann man theoretisch auch noch. Aber momentan wohl nicht. Das ist schade. Ich glaube mir, da würde ich jetzt auch noch gerne rein. Oh Mann. Eine Tür, wo die hinführt, weiß ich nicht, vielleicht ein kleiner Lagerraum. Hier scheint jemand hingerichtet worden zu sein. Ein Engel auf der Leiter, der herabkommt, um denjenigen zu holen. Ich habe keine Ahnung, hier die Kreuzigung. Naja. Und hier, ja, Heizung. Unterirdisch. Das ist noch römisch, Leute. Da unten drunter sind tatsächlich noch ist eine Fußbodenheizung. Ich sage ja, der Unterbau ist von den Römern. Definitiv. Wieder ein Weihwasserbecken. Das ist ein kleiner Messpunkt. Da wird wohl auch zugemessen, ob sich was bewegt. Da hinten ist noch eine Orgel. Also die schauen wir uns gleich an. Mal der schöne Beichtstuhl, das sind 18. Jahrhundert.
Na schön. Eine schöne Orgel hat er. Die ist aber aus neuerer Zeit. Ich schätze mal 19. Jahrhundert. Und mit der Hochsäulen. Riesig. Ganz ehrlich. Das scheint ein Spiegel zu sein, oder was? Oder ist da noch ein Hohlraum da hinten? Ich habe keine Ahnung, Leute. Naja, schauen wir es uns mal an. Gehen wir halt da hoch. Oh, wahnsinnige Kuppel, oder? Was für ein Gewicht. Ja, das ist moderne Kunst. Muss nicht jedem gefallen. Mir gefällt es zum Beispiel nicht. Das darstellen mag. Hier geht es auch runter in die Katakomben. Man sieht richtig gehen, dass das römisch ist. Das natürlich nicht. Wie bitte? Man kommt nicht runter in die Krypta. Von wegen. Weil wer hier hinter dem Tor eingesperrt ist, kommt so schnell nicht mehr raus. So, und hier haben wir wie im Speicherturm römische Säulen und römische Grundmauern. Der Dom dürfte nicht so alt sein wie der Speicherturm, aber er ist genauso erbaut. Allerdings sind die Säulen hier etwas filigraner gebaut, etwas dünner. Hier hat man schon ein bisschen mehr gerechnet anscheinend. Ja, hier hat man wohl tatsächlich. Aha. Wo geht's denn hier hin? Hier sind Gräber. Nur wer ist hier begraben? Zählt irgendwo einen Plan. Keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall hat man die Kerzen erst angemacht. Es ist alles abgesperrt. Hier sieht man römische Säulen. Das ist definitiv römisch. Die Säulen sind aus römischer Zeit. Also haben die Römer das Christentum ebenso schon zu der Zeit gehabt. Hier unten, da ist die Fußbodenheizung. Vielleicht aber auch geht es auch zur Kanalisation. Was dahinter ist, kann man gar nicht erkennen. Warte mal, vielleicht ein bisschen Licht. Es ist ein Lagerraum. Nee, ist es nicht. Hier ist ein Schrein. Normalerweise liegen da Gebeine drin von irgendwem. Ach du liebe Güte, da liegen ja tatsächlich Knochen drin. Leute, da liegen Menschenknochen drin. Menschliche Gebeine. Erstens würde ich gerne ein bisschen vorheben. Aber wenn man sich mal vorstellt, das hat mal gelebt. Diese Beine haben sich bewegt. Ja. Der Mensch hat gegessen, getrunken, geliebt, gelacht, geweint, gearbeitet. Und jetzt liegen seine Reste hier. Sant Materni, Episcopi, Treverensis. Treverensis wird wohl so wie Trier heißen. Treverorum heißt ja auch Trier.
sieht man auch römische Mauern, römische Grundmauern. Durch das Gitter durch. Römische Mauern, auch bis ganz hinten durch. Kamera hat irgendwie einen Stich. Keine Ahnung. Jetzt ein altes Säulenkapitel. Wenn da Begraben ist, darf man hier durch? Wenn ja, egal. Also hier scheinen Päpste zu sein. 1967 wurde das Grab geöffnet. Bernhard Stein, 1980. Josef, 2008. Das sind erst verstorbene Bischöfe, die hier beigesetzt wurden in neuerer Zeit. Matthias Wehr, 1951 bis 1967 im Dienst, war wohl auch ein Bischof. Franziskus Rudolfus, von wann war er? Von 1922 bis 1951 war er im Dienst. Man hat ihn also auch hier bestattet. Das ist natürlich eine Ehre, hier bestattet zu werden. Na gut, Leute, verlassen wir diesen Ort. Hier sehen wir wieder die Fußheizung, die römische. Auch hier die römischen Säulen auf beiden Seiten. Wunderschön gearbeitet. Und das schaffen wir uns wieder ab. Also diese Kamera, die nervt. Das sind die verschiedenen Öle, wahrscheinlich für die letzte Ölung. Die Säulen sind selbstverständlich auch hier römisch und die sehen dem Speyerdom sehr, sehr ähnlich hier. Und der Bauart. Wunderschöne Krypta hier. Aber ich finde die Speyerer Krypta älter und schöner. Hier sind aber alle Bischöfe von Trier aufgezählt. Der letzte war Stefan Ackermann bis 2009. Oder ist er momentan 2009 bis, weil er lebt noch. Auch aus römischer Zeit. Hier kann man natürlich ein Licht anzünden. Das ist auch aus römischer Zeit von Verstärkungsbogen.
Wir versuchen natürlich, niemand hier mit drauf zu filmen. Aha. Hier geht ein kleines Treppchen hoch. Eine Wendeltreppe. Ich wette, sie ging sogar nach unten. Man hat es nur zugemacht. Ich denke, sie ging sogar bis in die Krypta. Ja, da konnte man da hoch. Ja, logisch. Was heißt, man kann bestimmt noch. Ja, da oben würde ich jetzt gerne hin. Aber ich glaube nicht, dass das machbar ist. Hier waren vielleicht früher mal Lichter. Hier sieht man noch ein kleines Weihwasserbecken. Also war diese Treppe noch damals nicht so wie heute. Ich musste kurz abschalten, weil ich musste kurz was klären an dieser kleinen Kasse. Die Domschatzkammer werden wir nicht besuchen, die kostet extra Eintritt. Aber da sieht man auch nur irgendwelche, ja, ganz normale Kirchen, ja, Heiligtümer, die noch heute in Gebrauch sind für ihre Wallfahrten. Finde ich jetzt nicht so interessant. Machen wir weiter. So, wir sind also jetzt hier raufgekommen. Also da vorne ist diese Schatzkammer. Ja, da werden so Reliquien gezeigt, aber die brauchen wir nicht sehen. Ja, überall stehen hier diese Spendendinger rum. Jetzt kann man nochmal richtig von oben herab. Wunderschön. Diesen Turm sehen, den Innenraum. Das ist wirklich wunderschön. Das gesamte Kreuzgewölbe. Man sieht, dass er auch vergrößert wurde, verlängert wurde hier. Und hier nochmal die Orgel. Hier dieser, ja, riesengroße Altar. Oder was das darstellen soll. Keine Ahnung. Vielleicht ist das ja das berühmte Himmelstor. Da sind wohl mehrere Sarkophage dahinter verborgen. Und dort hinten sieht man nochmal das Gewölbe. Extra Altar. Sieht aber relativ barock aus. Also dürfte in der Barockzeit entstanden sein. Das hier dürfte eher im Mittelalter gewesen sein. Aber die gesamten solche Altäre kommen mir alles sehr barock vor. So. Und nochmal ein wunderschöner Schwenk hier rüber. Und dann würde ich sagen, verlassen wir auch diesen wunderschönen Platz. So, in diesem Sinne verlassen wir jetzt diesen wunderschönen großen Dom von Trier. So, nochmal ganz kurz für dieses seltsame Ding hier. Ich glaube, das ist eine Bühne für Konzerte. Oder wenn vielleicht hier Gospelchöre stehen. Das könnte natürlich sein, wenn hier Gospelchöre singen. Na gut, das war jetzt noch ein kleiner Nachtrag. Das war der Trier Dom. Ich sehe aus wie eine rote Tomate. So fühle ich mich auch. Oh, ihr habt gesehen, das war ein Gewaltmarsch. Puh. So Leute, ich verabschiede mich, weil wir verabschieden uns hier vom Trier Dom. Ihr seht ihn nochmal im Hintergrund. Und ich muss sagen, unglaublich. Was mich wundert, da waren wir, glaube ich, gar nicht drin. Das ist wohl ein Anbau. Seltsam. Oder soll ich den noch mitnehmen? Also den mache ich wohl morgen. Der ist jetzt geschlossen, so wie es aussieht. Ach gut, egal. Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt erstmal von dem Dom. Ja, vielleicht mache ich den als extra Video nochmal. Schauen wir mal. Aber wenn der geschlossen ist, vielleicht ist er auch auf Dauer geschlossen, weil da stehen zwei Schilder davor. Kann sein, dass der wirklich zu ist. Ist ja auch so ein Band davor. Also, von daher. Gut, dann jage ich jetzt ein paar Grüße raus. Oh, du wisst ja was. Ich bin so fertig. Ich sag einfach mal Danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Und wenn euch mein Kanal gefällt, wisst ihr ja, könnt ihr auf Abonnieren klicken. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Grüße rausjagen. Aber ganz ehrlich, die hänge ich diesmal hinten dran.
Die könnt ihr euch ja danach noch schön anschauen. Süß auch immer ein kleines Erlebnis, oder? Mit schöner Hintergrundmusik. Schaut euch an, da habt ihr, da seht ihr, wo ihr gegrüßt werdet. Schaut, wo ihr euren Namen findet. Und dann dürft ihr euch ja freuen. In dem Sinne, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Video auf meinem Kanal. Bis dann, tschüss und tschüss.